Hallo, heute besprechen wir die Industriemeisterbasis-Qualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Herbst 2013 und besprochen wird die Aufgabe 6. Bei der Aufgabe 6 geht es um eine Turbinenschaufel, die um eine Drehachse rotiert. Die Fliehkraft kennen wir und gefragt wird nach der Drehzahl, die dieser Fliehkraft zuzuordnen ist. Wir machen uns eine kleine Skizze, die den Sachverhalt beschreiben soll. Wir haben hier unsere Turbinenschaufel. Diese Turbinenschaufel hat irgendwo einen Turbinenfuß und sieht in etwa vielleicht so aus. Die Masse dieser Turbinenschaufel, die sich im Schwerpunkt konzentriert, beträgt 25 Gramm. Der Radius, oder anders gesprochen, der Durchmesser, um den diese Schaufel rotiert, beträgt 600 mm. Weiter ist bekannt, dass die Schaufel eine Fliehkraft von Fz gleich 3500 Newton produziert und gesucht ist die Drehzahl der Welle, die diese Fliehkraft sozusagen verursacht. Ja, gegeben. Siehe Skizze. Und wir versuchen mal die Lösung. Wie immer gibt es mehrere Varianten. Ich habe mir angewöhnt, folgendermaßen vorzugehen. Ich weiß, dass die Fliehkraft nichts anderes ist als die Masse mal dem Radius mal der Kreisfrequenz zum Quadrat. Weiter weiß ich, dass die Kreisfrequenz 2 Pi n ist. Wenn ich das hier oben einsetze, entsteht daraus m mal r, Klammer auf, 2 Pi mal n und das Ganze zum Quadrat. Wenn wir diese Gleichung jetzt weiter umformen, entsteht daraus Fz ist m mal r. Und wenn wir das für sich ins Quadrat nehmen, das heißt ja nur, dass man das zweimal schreiben soll, würde daraus 2 mal 2 entstehen, also 4. Pi mal Pi, also Pi Quadrat. Und n mal n sind n Quadrat. Diese Gleichung können wir jetzt umstellen nach der gesuchten Größe. Alle anderen Daten sind uns bekannt, sodass daraus n Quadrat und alles andere geht jetzt in den Nenner. Fz geteilt durch m mal r mal 4 durch Pi Quadrat die eigentliche Lösung ist. Uns interessiert natürlich nicht, was die Drehzahl zum Quadrat ist, sondern was die Drehzahl selbst ist. Und dazu müssen wir aus dieser Gleichung noch die Wurzel ziehen. Und wir bekommen dann dafür n ist gleich die Wurzel aus Fz geteilt durch m mal r mal 4 mal Pi Quadrat. Und das setzen wir jetzt in Zahlen ein. Wir beachten bitte, dass wir immer die entsprechenden Basiseinheiten nehmen wollen. Und für Fz würde das bedeuten 3500 Newton. Und diese Newton wandle ich gleich mal der Vollständigkeit halber gleich in die Ureinheiten um. Und ein Newton sind Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat, sodass wir jetzt Masseneinheiten Kilogramm weiterrechnen müssen und 25 Gramm wären 0,025 Kilogramm.
Der Radius sind nicht 600 mm, sondern 0,3 Meter mal 4 mal Pi Quadrat. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt mal einheitentechnisch bearbeiten, stellen wir fest, Kilogramm, Kilogramm und Kilogramm fallen raus, Meter und Meter fallen raus, Sekunde Quadrat, weil überall mal steht, können wir diese Sekunde Quadrat auch 1 durch Sekunde aus dem Wurzelbereich herausnehmen. Und wenn wir das einsetzen, finden wir die gesuchte Größe von 108,71 pro Sekunde. Falls die Einheit in 1 pro Minute gewünscht ist, wissen wir, dass wir diesen Zahlenwert einfach nur mal 60 zu nehmen haben, denn wenn er sich in einer Sekunde 108 mal dreht, wird er sich natürlich in einer Minute 60 mal so viel drehen, sodass wir schreiben können, n ist gleich 108,7 mal 60, 1 pro Minute, und dementsprechend erhalten wir dann die 6523,4 Umdrehungen pro Minute. Und das ist die gesuchte Lösung. Wenn man sich strikt an die Regeln hält, läuft alles nach Plan und sollte eigentlich auch gut gelingen. Bis zum nächsten Mal.